Ich bin Sir Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Stoke City Karriere. Und ja Leute, heute haben wir die restliche Transferphase, danach haben wir Nottingham Forest, Bristol City, QPR, also Queen's Park Rangers, wie auch immer die heißen. Dann die Blackburn Rovers, was wir alle schnell simulieren werden. Dann im Februar Norwich und Bournemouth normal simulieren. Wycombe schnell simulieren und Middlesbrough spiele ich dann nochmal selber. Weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe, aber ich habe vor zwei Folgen ein paar Transfervorschläge bekommen. Zum einen Serginho Dest, den wir uns nicht leisten können, der ist ein bisschen zu teuer. Dann Felix Agu. Und nochmal zum Schluss Jaden Brav. Jaden Brav könnten wir uns rein theoretisch holen, wenn wir alles Geld haben und haben es nicht. Mal schauen, was wir noch für Spieler verkaufen. Dann gegen Nottingham Forest müssen wir mit dem Top-Team reingehen. Die sind auf Platz 4. Könnte ein schweres Spiel werden. Und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Punkt holen können. Da wäre ich schon zufrieden. Ne, wir gewinnen sogar in der 89. Minute Paul mit dem Siegtreffer. Dann können wir Jacob Cartier zum Stürmer machen. Damit hat er eine 58 und ist auch ein Leihangebot reingekommen. Vielleicht wird er dann auch verliehen. Zwei Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel. Martins Indy kommt rein für Bart und Fox wollte unbedingt spielen. Kommt der nochmal rein für Mitchell. So gehen wir dann in die Schnellsimulation rein gegen Bristol City. Die sind auch, glaube ich, auf Platz 17, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber hier müsste eigentlich auch ein Sieg drin sein. Wir spielen nur 2-2. Patterson und da Silva treffen bei uns Paul und Klukas. Dann ging QPR. Die sind auf Platz 22. Schon wieder auswärts. Dritte Auswärtsspiel hintereinander. Ist aber nicht so schlimm. Gehen wir rein mit dem Top-Team. Vielleicht könnten wir hier jetzt mal wieder einen Sieg holen. Wäre jetzt extrem wichtig. Wir gewinnen mit 2-0. Paul und Campbell treffen. Dann sehen wir Micha Kabofnik erst gekauft. Jetzt verlässt er uns für 2 Jahre zum FC Nantes. Auf Leihbasis ist auch besser so, damit er sein Position gar nicht verliert. Jetzt haben wir das Spiel gegen Tottenham im FA Cup und da würde ich auch sagen, gehen wir jetzt hier rein und das ist dann auch das einzige Spiel, was wir hier selber spielen werden mit der A11 und wir stehen mal bei Tottenham, Lloris im Tor, Rose, Stones, Ginter und Marsch in der Abwehr, Son, Ndombele, Sissoko, Heuberg und Bale im Mittelfeld, Vinicius vorne, würde ich sagen, starten wir rein. Oh, da ist Campbell, der kann einfach durchlaufen, wird nicht angegriffen. 6. Spielminute, Stoke City geht direkt hier gegen den Favoriten aus Tottenham mit 1-0 in Führung im Emirates FA Cup. Wunderschön, was heißt gespielt? Er ist einfach nur durchgelaufen und dann lässt er Lloris keine Chance im Tor. Die Abwehr macht auch nichts von Tottenham und damit führen wir mit 1-0. Oh, da kommen sie mit Heuberg. 11. Minute, direkter Ausgleich. Und das war, ja, unfassbar gut gespielt, wie es halt der Computer immer spielt. Wir sehen ja der Freistoß von der Nummer 9, dann wird er hier verlängert und von Vinicius und dann Heuberg. Lässt Gunn keine Chance, damit steht es 1-1. Paul spielt den Ball durch zu Campbell, der gegen Matthias Ginter, der ist auch gerade nicht langsam, das macht er aber gut, Tyrese Campbell kommt auch an Hugo Lloris vorbei, 26. Minute, erneute Führung, 2 Chancen Stoke, 2 Tore, 1 Chance für Tottenham, 1 Tor für Tottenham, also hier sind mehr Tore wie Chancen zustande gekommen nach einer guten halben Stunde. Und damit gehen wir mit 2-1 in Führung. Das hat Campbell schön gemacht. Läuft erstmal die Linie entlang. Dann legt er sich den Ball zurück. Dann keine Chance für Ginter, da irgendwie ranzukommen. Auch keine Chance für Hugo Lloris. Tyrese Campbell, sein 3. Tor im Emirates FA Cup. Damit führen wir mit 2-1. Wir sind in der Halbzeit, wechseln einmal Paul raus für Etebo. Campbell spielt den Ball durch zu Evgen, der auf dem Weg nach vorne. Wir sind in der 82. Minute, Campbell raus für Brown und Martins Indy nochmal rein für Butt. Und da ist Etebo raus zu Evgen. Jetzt gegen Marsch kommt er durch. Etebo nimmt er nochmal mit. Nochmal Campbell mitgenommen. Knappe Geschichte. Und jetzt kriegt Jogo Leite nochmal gelb und damit werden jetzt auch nochmal 2 Spieler ausgewechselt, die ich gerade eben angesprochen habe. Brown rein für Campbell und Martins Indy für Butt und hoffentlich halten wir noch die letzten Minuten das. Der Schiri pfeift ab, wir gewinnen gegen Tottenham mit 2-1. Nächstes Spiel gegen die Blackburn Rovers, die sind auf Platz 12. Das bedeutet wieder Top-Team rein in die Schnellsimulation. Wir sind jetzt daheim, das könnte wieder Nachteil werden. Ich wäre im Unschien zufrieden. Wir gewinnen mit 2-0. Badu trifft und Campbell. Wir haben noch 1 Stunde auf der Uhr. Steven Fletcher verlässt uns für 870.000 zum FCSB. Und ich gehe euren Transferwunsch nach mit Jaden Brav 700.000 plus Jordan Thompson. Würde ich sagen, machen mit ihm erstmal eine Dealfix. Ich biete ihm 5.000 Gehalt, mehr als doppelt so viel wie er jetzt verdient und das akzeptiert er und damit haben wir unseren letzten Spieler für diese Transferphase und auch für diese Saison. Samatwad ist geblieben, aber wir haben einen talentierten Spieler gekauft. Zum einen bekommt Jaden Brav die Position linker Mittelfeldspieler, dauert 19 Wochen, das sollte passen. Zum anderen wird er auf die Leihliste gesetzt, wird zwar nichts bringen, weil wenn er sich jetzt nicht während der Transferphase verleihen lässt oder wir ein Angebot bekommen, dann wird er erst in der nächsten Saison gehen. Ist aber nicht so schlimm, damit haben wir wie gesagt ein gutes Talent. Neues monatliches Scouting-Update, um mal schauen, ob wir wieder ein gutes Talent dabei haben.
haben. Nein, leider nicht. Dann gegen den dritten Norwich, diesen 12 Punkte vor uns. Da wäre jetzt ein Sieg extrem wichtig auswärts. Wir geben den Top-Team rein. Etebo hat es den neuen Stammplatz für Klukas, der hat seinen Stammplatz verloren. Gehen wir rein, das Spiel gegen Norwich City. Temo Pukki bringt Norwich in der 17. Minute in Führung. Wir sind in der Halbzeit und es steht immer noch 1-0 für Norwich. Gehen wir auch direkt in die zweite Halbzeit rein. Und dann hat Norwich die große Chance zum 2-0. Das machen sie, ich wollte jetzt gerade eingreifen. Das bringt aber nichts. Wir springen zum Endergebnis und verlieren mit 2-0. Dann gegen White kommt im 22. Gehen wir rein. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Ich mache es noch ein allerletztes Mal. Mit der B11 gehen wir hier rein und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Unentschieden holen können. Je mehr wir gewinnen, sogar mit 1-0. Wutze in der 17. Spielminute mit dem Siegtreffer. Dann geht es gegen den Tabellenführer AFC Bournemouth. Hier müssen wir unbedingt gewinnen. Hier gehen wir mit der besten 11 rein in die normale Simulation. Brooks hat sich verletzt. Ansonsten ist gar nichts passiert. Wir sind in der Halbzeit. 0-0 ist noch ein gutes Ergebnis. Wir machen direkt die zweite Halbzeit. Wir sind in der 72. Minute. Ich greife jetzt ein und versuche nochmal einen Sieg rauszuholen. Gegen Bournemouth ist es heute möglich. Da ist Badu, muss den Ball durchspielen zu Tyrese Campbell. Der steht nicht im Abseits. Gute Chance. Jetzt auch gegen Carter Wickers kommt er durch. Aber dann ist Trares da. Boah, schöne Ball geholt, Jogo Leines, das muss jetzt ausnutzen. Campbell spielt durch zu Nick Powell, das macht er gut. Nick Powell, 84. Spielminute, Stoke City geht gegen den Tabellenführer mit 0-1 in Führung. Und dem Tabellenführer heute 3 Punkte, oder beziehungsweise 3 Punkte gut zu machen, wäre extrem wichtig. Brown kommt rein für Campbell. Hier sehen wir, schön hat er das gemacht, der Nick Powell. Aber das ist nicht der einzigste Wechsel, den wir noch ein bisschen wechseln. Vor allem jetzt die Abwehrspieler reinbringen. Paul raus für Martins Indy und Woods nochmal rein für Diogo Leines. Der Schiri zeigt eine Minute an, die ist rum, wir gewinnen gegen Bournemouth mit 0-1. Letztes Spiel in dieser Folge gegen Middlesbrough, die sind 1 Punkt hinter uns und jetzt müssen wir gewinnen, da kommen wir wieder an Swansea City vorbei, denn wir sind jetzt punktgleich, Schnellsimulation, hier wäre ich mit dem Unentschieden schon zufrieden, denn das ist ein direkter Konkurrent, lieber keine Punkte abnehmen, wir nehmen uns Punkte ab, Johnson trifft und damit verlieren wir gegen Middlesbrough. Neues monatliches Scouting-Update, wieder aus England und wieder ist kein gutes Talent dabei. Dann sind wir am Ende der Folge, Leute, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ihr könnt die Glocke aktivieren, damit keine Videos mehr verpasst. Das sind wir Jungs, haut rein, bis dann und tschüss.